Gebrannt hat ein LKW, das Führerhaus. Er hatte keine Beladung, keine Personen wurden verletzt. Die Feuerwehr Karlsruhe war insgesamt mit 32 Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr und insgesamt 5 Fahrzeugen vor Ort. Der Fahrzeugbrand wurde gelöscht und derzeitige Maßnahmen sind Einfangen des ausgelaufenen Kraftstoffs und Umpumpen der gefüllten Dieseltanks. Kamera, die